Scharmützel seien es gewesen, so die Polizei. Straßenkämpfe, die die Beamten über Stunden in Atem hielten, gestern bis spät in die Nacht, als Gegner des eritreischen Regimes versuchten, eine regimefreundliche Veranstaltung zu stürmen, mitten in Stuttgart. Im Gebäude die Unterstützer der eritreischen Diktatur, auf der Straße davor die Gegner und dazwischen die Polizei. Dadurch, dass wir als Brellbock der Polizei dazwischen standen, hat sich eine sehr, sehr lange Zeit die pure Gewalt gegen uns gerichtet, gegen den Staat. Holzlatten mit Nägeln gespickt, Metallrohre, nur einige der Tatwaffen, die die Polizei gestern sichergestellt hat. 27 Beamte wurden verletzt. Und es ist nicht das erste Mal, dass Auseinandersetzungen unter eritreischen Staatsbürgern eskalieren. Erst im Juli hatte es in Gießen im Rahmen eines Eritrea-Festivals Ausschreitungen gegeben, im August in Stockholm, Anfang September in Tel Aviv. Es ist ein Ausdruck von Frustration und Verzweiflung unter den jüngeren Migranten aus Eritrea. Sie verlangen Antworten von unseren Regierungen. Wir sind vor dem Regime in Eritrea geflohen, sagen sie, und jetzt treffen wir die Sympathisanten dieses Regimes hier in Europa. Warum sind die hier? Warum gibt ihr Menschen Asyl, die dieses Regime unterstützen? In Eritrea herrscht eine Einparteiendiktatur ohne Parlament oder unabhängige Gerichte. Zudem gibt es ein strenges Wehrsystem. Viele Eritreer fliehen, zum Beispiel nach Deutschland. Dass die Gewalt zwischen Gegnern und Unterstützern des Regimes nun hier eskaliert, dürfe nicht sein, so die Bundesinnenministerin. Das geht gar nicht, dass auch Konflikte aus anderen Ländern bei uns hier auf der Straße ausgetragen werden. Deswegen muss jetzt der Rechtsstaat auch mit allen Mitteln dagegen vorgehen. Gegen 228 Tatverdächtige der gestrigen Ausschreitungen wurden Verfahren wegen schweren Landfriedensbruchs eingeleitet. Einer der mutmaßlichen Angreifer befindet sich in Untersuchungshaft. Alle anderen wurden freigelassen.